Hallo, ich bin Fabian für den Dash FM Podcast. Herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Video, was eine kleine Herzensangelegenheit von mir ist, kann ich ja mal sagen. Wie ich es in letzter Folge angekündigt habe, ist etwas bei mir angekommen. Ich versuche es mal zu zeigen. Es ist sehr groß. Mein Flightstick ist angekommen. Und der ist jetzt das ganze Wochenende hindurch schon eifrig im Einsatz gewesen. Primär hatte ich mir den jetzt hier einfach mal geholt, um ältere Spiele mal anzuspielen oder mal wieder ein bisschen Nostalgie zu erfahren, denn ich bin in meiner jugendlichen oder kindlichen Gamer-Vergangenheit so ein kleiner Space Combat-Fuchs gewesen. Und das große Problem mit diesem Genre ist, dass es weitestgehend ausgestorben ist. Also es gibt so gut wie nichts, was irgendwie so an die alten Sachen, die es damals gab, so da rankommt. So Privateer und X-Wing natürlich, aber auch eine Reihe, die wir jetzt hier schon gerade auf dem Display sehen. Aber es gibt tatsächlich das ein oder andere aktuelle Spiel, was ich gerade mit sehr, sehr viel Begeisterung zocke. Und mir das sehr, sehr viel Spaß macht und mich das sehr, sehr stark abholt. Aber das ist vielleicht Material für ein anderes Video. Ich möchte hier ein bisschen was Persönliches jetzt mal raushauen, weil es ist so ein bisschen, so ein Defizit von mir, sage ich jetzt mal. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen außen vor, weil ich bei vielen nostalgischen Spielegefühlen nicht mitreden kann. Ich bin weder versiert in Metal Gear Solid, noch emotional berührt bei Zelda. Und sämtliche Sachen von Silent Hill, Resident Evil etc. bin ich eigentlich immer erst später eingestiegen, weil ich die immer mehr oder weniger nachgeholt habe, weil ich halt keine Konsolen hatte. Ich habe dann andere Sachen gespielt. Und das sind grundsätzlich Geschichten, wo ich es vielleicht auf der einen Seite verstehe, dass die nicht so gut gealtert sind, dass man die heute noch thematisieren muss und vielleicht auch die Nachfrage nicht mehr da ist. Aber ich finde es halt schon krass, dass es halt einfach Reihen gibt, die damals der absolute Obershit waren und sehr beliebt waren, über die heute aber überhaupt niemand mehr spricht. Also es scheint so einen blinden Fleck zu geben, was sehr viele Computerspiele betrifft. Am PC kennt man da höchstens noch die LucasArts Adventures und dann halt steigt das halt schon in die Ego-Shooter-Szene halt irgendwie ein. Mit Doom, Half-Life, Wolfenstein etc. Und für den Rest ist irgendwie kein Interesse da und niemand erwähnt viele großartige Titel, die es halt zu der Zeit gab. Und dementsprechend kann ich bei vielen Sachen einfach nicht mitreden. Und wenn ich mal was sage über so ein Thema, was mir am Herzen liegt, kann damit wiederum niemand connecten. Deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, ich mache jetzt ein kleines Video über Wing Commander 3 und spiele das mit euch ein bisschen an. Und auch wenn es da Sachen geben wird, die mal vielleicht mit einem Augenzwinkern hinnehmen muss, versuche ich euch begreiflich zu machen, warum mich das damals so mega krass geflasht hat. Ich habe mein Leben gefickt, um das einzurichten. Ich habe mir das gekauft bei Good Old Games. Das läuft natürlich über die DOS-Box. Aber da ein Flightstick einzurichten, sheesh. Also das war echt jede Menge Arbeit und das ist sowieso nicht dasselbe wie früher. Also das ist alles sehr, sehr viel mit Keybinding etc., aber es wird funktionieren. Und wir werden auch im Laufe der Missionen keine Musik haben, weil irgendwie geht das mit den Soundkarten, mit der Soundkarten-Emulation geht das nicht. I don't know, egal. Der Rest wird funktionieren. Worum geht es denn letztendlich bei diesem Spiel oder bei dieser Spielreihe? Wing Commander ist eine Space Combat-Reihe, spielt in einem fiktiven Sci-Fi-Szenario, wo die Menschheit einen erbitterten Krieg führt gegen ein Raubkatzen-Mensch-Hybrid-Volk genannt die Kilrathi. Und man spielt im ersten Teil noch einen, ich glaube, einen unbenannten Piloten, also so einen Grünschnabel, der neu auf eine Raumstation kommt, die Tiger's Claw, um dort halt eben Missionen zu fliegen. Und Wing Commander war immer schon ein sehr storylastiges Spiel. Das war immer so eine Wechselwirkung zwischen Space Action, aber auch ganz, ganz viel mit dem Beschäftigen, mit der Crew, mit dem man auch letztendlich auch fliegt, dem man Befehle gibt, zu denen man eine Beziehung aufbaut, etc. Also das war immer total wichtig, dass es halt auf der einen Seite ein Space Combat Shooter ist, auf der anderen Seite immer eine Geschichte erzählt und sehr, sehr viel auch mit den Charakteren zu tun hat und auch sehr viel Dialoge stattfinden. Im Jahr 1994 müsste es, glaube ich, sein, kam Wing Commander 3 raus. Und das hat sich die CD-ROM-Technologie zunutze gemacht. Eine Zeit lang kam da kein neuer Teil raus. Teil 2 war auch schon ein paar Jahre her, war damals noch auf Disketten. Dann gab es halt die CD-ROM-Technologie und damit hat man natürlich immer mehr angefangen, innerhalb der Geschichtenerzählung von Videospielen eben den Film zu adaptieren und den Film nachzustellen. Und dadurch kam dann halt diese Full-Motion-Videozeit, von der wir heute ja wissen,
dass das vielleicht damals sehr flashig war, das zu sehen am PC, aber bis heute ist das eigentlich alles mehr oder weniger Trash. Sehr dilettantisch geschauspielert, sehr dilettantisch umgesetzt. Wir kennen das alles: Phantasmagoria, Hardline, die ganzen interaktiven Filme, die es damals gab: Burn Cycle, The Daedalus Encounter, bis hin zu irgendwelchen Sachen wie Creature Shock, was halt komplett dann computeranimiert war. Das war damals flashig, ist aber einfach beschissen gealtert, weil man sich darauf ausgeruht hat, dass es alles, dass die Videosequenzen natürlich mangelndes Gameplay nicht ersetzen. So, das ist ganz, ganz klar. Das heißt, wir werden hier auch Cutscenes in einer sehr, sehr niedrigen Qualität sehen. Es wird sehr verpixelt sein, es wird eine beschissene Komprimierung sein, da warne ich euch jetzt schon mal vor. Aber, und die Cutscenes in Wing Commander 3, die sind wahrscheinlich öfter im Bluescreen oder Greenscreen gedreht worden als Star Wars Episode 2, aber im Vergleich zu vielen anderen oder allen Full-Motion-Videospielen hatten die professionelle, hochkarätige Schauspieler. Wir werden Mark Hamill sehen, wir werden John Rhys-Davies sehen, wir werden Malcolm McDowell sehen, Tom Wilson werden wir sehen, aber auch ganz, ganz viele Figuren und Schauspieler, die womöglicherweise mittlerweile aus anderen bekannten Formaten und Serien kennen solltet. Na, den einen oder anderen glaube ich schon. Die halt mit so einem Spiel so quasi so ihren Einstieg irgendwie gehabt haben in irgendetwas Größeres. Sage ich jetzt halt einfach mal so. Im dritten Teil ist die Kacke schon so ein bisschen am Dampfen. Während man im ersten Teil auf der Tiger's Claw stationiert war, ist man im zweiten Teil auf der Concordia. Die ist zu Beginn des dritten Teils ein absolutes Wrack. Es sieht nicht besonders gut aus. Die Kilrathi setzen sich nach und nach durch, aber der besagte Pilot, um den es jetzt geht, der hat im dritten Teil einen Namen: Colonel Christopher Blair, gespielt von Mark Hamill. Dessen Rolle übernimmt man. Und der wird versetzt auf ein neues Schiff, auf die Victory, und muss dort der Bedrohung erneut Einhalt gebieten. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir starten das einfach mal. Wie gesagt, ich hoffe, es wird einigermaßen gut laufen. Es war damals, muss man sagen, ein Grafikmonster. Das hat die PCs in die Knie gezwungen, muss man halt so sagen zu der Zeit. Es war damals auch recht früh in puncto 3D-Grafik in Super VGA, also mit 640 mal, was war es denn, 480 Pixel, kann das sein? Sowas in der Richtung. Und war damals technisch schon sehr fortschrittlich. Ich muss aber dazu sagen, die Gameplay-Passagen in diesem Video jetzt, also das wird wohl das Schlimmste werden, sage ich jetzt mal. Also das ist, glaube ich, das, wo man sagen kann, ey, das ist nicht gut gealtert. Bei allem anderen muss man halt schon sagen, das kann sich in puncto Storytelling immer noch sehen lassen, meiner Meinung nach. Gut, bevor ich mich jetzt verquatsche, ich starte mal und wünsche mir, muss ich eigentlich nicht, weil ich werde meinen Spaß haben, aber ich wünsche auch euch vor allen Dingen viel Spaß mit Wing Commander 3, das Herz des Tigers.
respektlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Killua gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager, sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair. Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir.
Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot, die Royal Gunner Harless, zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. So, jetzt sind wir zum ersten Mal im eigentlichen... oder Gameplay. Haben wir jetzt hier eine Interaktion. Ich muss mal kurz gucken, ob ich nicht... den Sound zumindest für diese Zeit ein bisschen leiser mache. Wie gesagt, wir müssen uns hier an der Stelle nochmal zu Gemüte führen, dass es hier 1994 ist. Da war ich 12 Jahre alt. Und es ist auch eine fortlaufende Geschichte und das ist auch irgendwo ein Universum. Das heißt, sämtliche Figuren, die wir hier jetzt schon gesehen haben, wie Angel
oder auch Christopher Blair oder halt natürlich auch Admiral Tolbin, gespielt von Malcolm McDowell, oder halt eben auch Hobbs, der Kilrathi. Das sind Figuren, die kennt man schon aus den Vorgängerspielen. Genauso wie die ganzen Schiffstypen, die wir auch hier im Hintergrund sehen. Die Hellcat heißt sie, glaube ich, das ist die mittlere, etc. Und das ganze Design. Und das sind halt Sachen, die wurden damals, ich glaube, das hat schon Ende der 80er angefangen oder sowas. Und dann sieht man halt 1994 dieses Universum halt so filmisch. Und ich weiß, für viele von euch, gerade die jünger sind, für die wirkt das halt irgendwie so ein Relikt von irgendeiner Billo-Sci-Fi-Serie, die, was weiß ich mal, auf ProSieben gelaufen ist in den 90ern. So von dem Production-Value geben muss man halt ausgehen. Aber ich muss noch mal wiederholen, es ist ein Videospiel. So ein Budget aufzubringen und solche Schauspieler aufzubringen für ein Videospiel, das ist damals undenkbar gewesen. Und obwohl halt natürlich auch die Auflösung und generell die Komprimierung halt unter aller Sau sind, finde ich nach wie vor, die Schauspieler machen einen guten Job und vor allen Dingen die deutsche Synchro macht einen guten Job. Also von der Lippensynchronität, von den Stimmen, die sie ausgewählt haben, das ist alles komplett top. Und das muss ich bis heute noch sagen, natürlich ist es halt klar, vorgerenderte Hintergründe und so, alles Greenscreen, ne, ist klar, das ist alles, wirkt schon ein bisschen Billo. Aber es ist halt, wie gesagt, 1994 und das kam damals irgendwie auf, ich glaube, 3 oder 4 CDs halt irgendwie raus. Und das hat mich einfach komplett weggeflasht, weil man einfach in dieses Universum noch mal so viel besser eintauchen konnte und noch mal viel besser, weil das waren vorher zwei Gesichter, die standen sich gegenüber und du hast halt Texte gelesen so. Und jetzt wird das halt alles gespielt von Schauspielern. Das war schon eine ziemlich flashige Geschichte. Aber wir sind jetzt hier angekommen, wir sind jetzt hier auf dem Hangar. Was bei Wing Commander halt immer ein großer Teil des Spiels ist, eigentlich so genau die Hälfte, ist halt immer die Interaktion mit Figuren, mit der Crew etc. Ich hoffe, Hobbs wird jetzt weiterhin da stehen bleiben. Also das ist jetzt beispielsweise, hier ist ein Simulator und hier geht's zur Einsatzbesprechung, hier geht's runter zum Flugdeck, wo wir gerade herkommen, hier kann ich meine Waffen konfigurieren und hier steht jetzt halt einfach Hobbs. Ich laber jetzt einfach mal mit dem. Ich muss die Lautstärke wieder hochsetzen. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht zum Aufzug. Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolwyn arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest. Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Das mag jetzt halt nur so ein kleiner Dialog gewesen sein, so, aber die sind wichtig für die Geschichte, weil es auch darum geht, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die dort ebenfalls als Piloten, als Kampfpiloten fliegen, weil mit denen fliegt man halt immer in Gruppen und mit denen hat man auch immer Funkverkehr. Und man durch diese Dialoge, was ich auch gut finde, was auch unüblich war in Videospielen damals, dass man sich für diese Dialoge halt extrem viel Zeit lässt und die auch recht ruhig inszeniert. Und man so halt auch diese ganzen Figuren natürlich auch kennenlernen kann. Natürlich Hobbs, das ist ein schönes Wiedersehen, weil man ihn aus dem zweiten Teil kennt. Aber hier sind natürlich ganz viele andere Piloten, die man jetzt, oder Figuren, die man jetzt halt noch nicht kennt. Und die muss man natürlich halt auch kennenlernen. Und daraus formt sich halt natürlich nicht nur eine Geschichte, die jetzt diesen Kontext dieses Krieges vorantreibt, sondern natürlich auch, wie es halt ist, auf dieser Station zu sein, wo es natürlich auch Konflikte mit der Mannschaft untereinander gibt. Ich steige jetzt mal hier in den Fahrstuhl. Und hier ist schon der Nächste, das ist der Funker, glaube ich, das ist Rowlands. Sein Name ist mir gerade entfallen, der Schauspieler, aber den kennt man, glaube ich, auch aus dem einen oder anderen Film. Ich muss halt immer leider irgendwie ein bisschen mit der Lautstärke rumspielen, damit das nicht zu leise ist. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten.
Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Geh auf sein Spielchen ein. Hier habe ich jetzt sogar Interaktionsmöglichkeiten. Also ich kann jetzt quasi aussuchen, wie ich auf ihn reagieren möchte. Ne? Also man merkt schon, irgendwas, er vermutet da irgendwas, er ist skeptisch, meint irgendwas zu kennen. Das hat aber keine Auswirkung auf das Spiel. Also im vierten Teil gab es tatsächlich Entscheidungen, die spielentscheidend waren. Hier ist es tatsächlich so, dass ich jede Entscheidung sogar wiederholen kann. Also ich könnte jetzt quasi nach diesem Dialog ihn nochmal anklicken, würde dieselbe Unterhaltung nochmal sehen und könnte dann etwas anderes wählen. Und ich glaube, eine großartige Auswirkung auf das Spielgeschehen hat das nicht. Aber dennoch... Der Knabe spinnt komplett. Mache ich ihm eine Ansage. Muss ziemlich anstrengend sein, so viel Paranoia rumzuschleppen. Werfen Sie Ballast ab, Mann. Es wird Sie bald nach einer weiteren Dosis Paranoia von Radio Rawlins verlangen, Colonel. Wollen Sie ehrliche Musik hören? Dann kommen Sie zu mir. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. So. Ich gehe jetzt nochmal zum Aufzug. Ich hoffe, man hört mich einigermaßen. Und gehe mal zur Wohnebene. Hey, Hobbs. Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Ich wünschte, ich könnte dieses Grundrauschen einfach leiser machen. Das würde mein komplettes Problem lösen, aber ich müsste vielleicht auch so zu verstehen sein. Ja, man merkt schon, es gibt Spannungen. Hobbs wird nicht akzeptiert von der Crew. Es gibt Leute, die sind sogar sauer, weil halt eben dieser Krieg schon seit Ewigkeiten geht und man einfach misstrauisch dieser Spezies gegenüber ist. Und deswegen spreche ich jetzt erstmal mit Vagabond. Das ist definitiv ein Schauspieler, den man kennen sollte, wenn man intensiv Lost geschaut hat. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Da ist was dran. Was hat er zu verbergen? Ja, wisst ihr was, Vagabond ist ein guter. Da ist was dran. Da zeige ich mich mal solidarisch. Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Und es gibt hier noch die Schlafkojen. Hier kann ich speichern, wenn ich das denn wollen würde. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia ab deinen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. So, also offensichtlich weiß er nicht, was da passiert ist. Er weiß, dass sie irgendwie auf irgendeiner Mission ist, aber dass sie gefangen genommen wurde, das weiß er jetzt nicht.
Ich gehe jetzt mal nochmal auf die Brücke. Dort werden wir eine Figur treffen, die ich in der vorletzten Folge erwähnt hatte, als eine der lustigsten Figuren, sage ich jetzt mal. Und das ist der Maniac. Der Maniac, das ist ein absoluter Großkotz. Das ist ein guter Pilot, der aber sehr viele Risiken eingeht. Deswegen fliegen die Leute auch nicht so unbedingt gerne mit ihm. Und er ist auch nicht so gerne... Also, er ist einfach zu unbändig, sage ich jetzt mal. Und er ist so von sich überzeugt. Und die beiden Figuren, also wir als Colonel Christopher Blair und er als Major Maniac, die haben übrigens alle so Fliegernamen. Deswegen heißen die Vagabond und etc. Die sind die immer so am Streiten und sich immer so am Kabbeln. Und das geht eigentlich schon die ganzen Spiele, die ganze Reihe halt schon durch. Dann stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzensteu. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf den Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Cheftechniker Ray braucht sofort ein Reinigungsteam in seinem... Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. So, ich gehe jetzt nochmal auf die Brücke. Dort kann man nämlich noch mit der Mechanikerin quatschen. Oder die Flugebene. Oh, die ist gar nicht da. Deswegen, wir gehen direkt zur Einsatzbesprechung. Ja, sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Dieses dämliche Grundrauschen. Bei jeder Mission kann ich mir aussuchen, mit wem ich fliegen möchte. Aktuell ist mir ja nur Hobbs bekannt. Die vorderen Ränge, die werden, oder der vordere Rang, der wird sich hier noch füllen mit der Rest der Crew, mit denen man so reden kann. Deswegen, ich nehme jetzt erstmal natürlich Hobbs. Hobbs, du wirst diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Da ist sie, das ist Rachel. Oh Gott, ich hoffe, man versteht mich. Das ist Rachel, die gespielt wird von Ginger Lynn. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, die auf jeden Fall eine Pornodarstellerin war und Schauspielerin. Ich kenne die hauptsächlich aus diesem Spiel und aus dem Metallica-Video Turn the Page. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen, das kann ich Ihnen versprechen. Danke.
Soldaten, Colonel. So, jetzt muss ich aber definitiv den Ton leiser machen, vor allen Dingen wegen den ganzen Schussgeräuschen etc., damit ich hier noch labern kann. Also, wir sind jetzt ungefähr nach einer Stunde, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt hier schon geht, also auf jeden Fall sind wir jetzt hier, ich glaube, ja, über eine halbe Stunde, sind wir jetzt endlich in der ersten Mission angelangt. Das ist ein ganz normaler Kontrollflug, das kann man ja schon mal sagen. Joystick-Steuerung ist an. Achso, muss ich hier nochmal draufklicken? Um Gas zu geben? Genau, okay. Ich halte nochmal hier kurz an. Das ist ein ganz normaler Kontrollflug. Das heißt, man hat hier diese vier Punkte, die man abfliegt und guckt, ob da Feinde am Start sind. Und es ist generell, wer das Genre überhaupt gar nicht kennt, das war damals halt wirklich gang und gäbe, dass man halt entweder in Echtzeit dahin fliegen kann, was man nicht machen sollte, weil dauert halt einfach ewig. Das heißt, es gibt einen Autopiloten, der das dann so ungefähr abkürzt. So. Ich kann mich hier auch umgucken. Nach rechts, nach oben. Es gibt eine Sicht ohne Cockpit. Nach hinten, das ist die Victory. Und man kann natürlich auch hier Waffen durchscrollen, ne, die ich jetzt hier gerade angelegt bekommen habe. Ich habe Raketen, ich habe meinen Radar, kann hier rumfliegen. Und ich kann auch Kontakt aufnehmen mit allen, die hier in der Nähe sind, inklusive meinem Co-Piloten Hobbs. Wie sieht's aus? Und ich fand das halt immer so cool, weil man lernt diese Figuren natürlich auf dem Schiff kennen, in diesen ganzen Cutscenes und spricht mit denen. Und dann hat man hier quasi die auch von der KI her jetzt auch Unterschiede halt irgendwie haben, wie aggressiv sie beispielsweise kämpfen, meine ich mich zumindest zu erinnern. Aber ich gehe jetzt erstmal in Autopilot. So, das heißt, ich sage Hobbs, er soll angreifen. Lösen und angreifen. So, ich visiere ihn an. Ne, es gibt einen Schub. Oh Gott, oh Gott. Das war der erste. Na komm. Hab ich um meinen Sieg betrogen. So, das war jetzt der erste Flug. Ich kann dir Hobbs nochmal fragen. Wie sieht's aus? Dem geht's gut. Und das ist so das, was man hier halt im Prinzip jetzt macht. Das fängt natürlich sehr, sehr lahm an mit irgendwelchen Botengängen, Feinde aus dem Weg räumen etc. Und da jetzt hier auch wieder nichts ist, hier wieder Autopilot. Aber das wird dann natürlich ein bisschen spezifischer, dass man halt mal einen Konvoi beschützen muss, ne? Oder dass der Feind irgendwelche Spezialwaffen hat oder dass man mal in eine andere Region fliegt etc. Also das wird noch schon ein bisschen abwechslungsreich. Ja. Und es gibt Trash Talk. Ich kann den Feind provozieren, wenn ich will. Sag gute Nacht, Miezekatze. Na komm. Na, der so kunstvoll war. So, Einsatzziel erreicht, Feind in der Nähe, das, ja. Das war der letzte Kontrollpunkt, das heißt, hier bin ich jetzt wieder bei der Victory und es ist jedes Mal so, dass ich auch um Landeerlaubnis bitten muss. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory.
Gut gemacht, hervorragende Arbeit. Jetzt weiß ich, dass Sie Ihren Ruf völlig zurecht haben. Auf Sie ist Verlass. Alles klar zur Landung, Sir. Gut, easy. Das kann man abkürzen, das ist immer so dieselbe, man kann natürlich immer irgendwann, wenn er halt irgendwo hinläuft, so, das kann man immer irgendwie abkürzen. So, hier ist natürlich wieder Hobbs. Ich habe, wie gesagt, das ist halt ein bisschen blöd, jetzt halt einfach mit dieser Lautstärke so, da muss ich halt jetzt einfach mal ein bisschen switchen. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Und wie zuvor auch, grasen wir jetzt das Schiff noch ein bisschen ab. Auf der Brücke ist keiner. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Klingt ganz vernünftig. So, hier könnte ich jetzt beispielsweise auch sagen, ja, klingt vernünftig, lass die Leute doch, aber komm, wir sind ja alle, wir sind fucking Krieg, Mann. Er ist nicht richtig bei der Sache. Vielleicht ist das hier nicht das Richtige für Sie. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich liebe meine Arbeit, aber für manche von uns ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Ach, und natürlich noch die Dame hier, die ja schon von vornherein direkt ein Problem mit Hobbs hat. Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen... Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. So, also dicke Luft. Hier an der Stelle, man muss sich mal im Klaren darüber sein, dass man dann irgendwie später, als Heavy Rain rauskam, meinte, das ist kein richtiges Spiel, da ist ja so gut wie kein Gameplay. Naja. Da hier überhaupt nirgendwo mehr was los ist, gehen wir natürlich wieder zur Einsatzbesprechung. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern.
Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kidorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Der Typ ist einfach ein Idiot, ganz ehrlich. Aber wir nehmen Cobra. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. So. Das kürzen wir alles ab. Ich mache natürlich den Sound wieder ein bisschen leiser und los geht's zur nächsten Mission. Wieder ein paar Flecken abgrasen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dieses ganze Gameplay, also erstmal war es halt damals schon cool, sich überhaupt mal in einem dreidimensionalen Raum zu bewegen und so ein Gefühl zu haben für Entfernungen und so weiter, ne? Dass man hier noch 3D-Objekte hatte, natürlich halt auch. Das ist halt schon richtig abgefahren gewesen halt damals. Und weil man das, glaube ich, auch relativ einfach umsetzen konnte, war das halt dann eine der ersten Erfahrungen halt in dreidimensionalen Räumen. Und ich glaube, deswegen war das halt eben auch so beliebt. Genau wie Flugsimulatoren damals. Okay. Ich will meine Waffen umschalten. Ich will Full Guns haben. Natürlich. Kann noch mal eine Rakete schießen. Jupp. Das war einfach. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Feind gesichtet, Colonel. So, hier ist noch ein kleinerer. Ach so. Lösen und angreifen. Ich hol sie hier. So, hier ist jetzt noch ein Transportschiff der Kilrathi. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. So, die kommt dann zurück. Aber ich glaube, probieren wir es einfach mal. Warum denn nicht? Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Jagen wir einfach mal ein paar Raketen rein. Okay, die haben Geschütztürme, die man gesondert auch abschießen konnte damals. Auch das war nicht gang und gäbe. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Jupp. Und ich drehe ab. Und da ist wieder die Victory. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Nein, so, hier. Okay, und wieder. Unterwegs und wieder in Fahrstuhl und wieder gucken, wo hier Leute sind, mit denen man quatschen kann, ob man nicht eine neue Information bekommt, ob irgendwo die Story weitergeht. Aha, hier ist Rachel an der Bar.
Da müssen wir natürlich total direkt, ne? Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist, stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß, nicht wahr? Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektion standhalten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen. Und natürlich kann man später entscheiden, ob da was geht. So, eine machen wir noch. Bereit für die Besprechung? Ja, Sir. Sie werden ein konföderierten Frachtschiff, das medizinisches Versorgungsgut geladen hat, zu diesem Jump Point begleiten. Denn bedauerlicherweise ist der Transport publik geworden. Sie werden sicher unter Beschuss der Kilorathi kommen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere Maniac, Sie fliegen an meiner Flanke. So, ich mache wieder leiser und los geht's. Diesmal reicht es nicht, hier einfach die Punkte abzufliegen, sondern hier, wir haben hier diesen Konvoi, mit dem wir auch quatschen können. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Und dann natürlich auch mit Maniac. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. So ist er halt. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass dem halt nichts passiert. Das heißt, sich nicht so stark von denen lösen oder zumindest die Feinde so abfangen, dass sie nicht da rankommen. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Na, guck. Oh, der fliegt direkt hin. Shit. Noch mehr Kastenstreu. Heute bin ich gut drauf. Na, komm schon. So. So. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. So, hier ist noch ein großer, eine Korvette. Die müssen wir aber nicht platt machen, deswegen Sicherheit geht vor. Das heißt, da fliege ich einfach weiter. Scheiß drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen.
Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Und Angriff. So, dem jage ich eine Rakete rein. Zack. Na. Das ist echt schwer, den ruhig zu halten. So, der zuckt halt die ganze Zeit rum. Das ist... Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war. So. Auch das war's. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt wahrscheinlich von denen. Oder fliegen wir noch weiter? Nee, Autopilot ist nicht gestartet, das heißt... Okay. So, das war's. Landeerlaubnis, TCS Victory. Tja, wie es aussieht, ist der Colonel im Anmarsch. Ist alles paletti, Sie können reinfliegen. Hier war jetzt gar nichts. Ich würde sagen, eine Mission mache ich noch. Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Tja. Ach komm. Oh, ich hatte den Sound gerade noch leise. Entschuldige dafür. Ja, weiter geht's. Das ist jetzt so eine Mission, die ich auch gerne mal verkacke. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ah, shit. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Glückstreffer, Elf. So, das sind die nächsten. Jetzt weiß ich nicht, ob man vielleicht erstmal ein bisschen warten sollte. Wie geht's dem Rest? Wie sieht's aus? Keine Probleme.
Boah, die habe ich damals immer gehasst. Weil die so flundermäßig sind. Und man die deswegen so beschissen trifft. Glückstreffer, ja. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ist immer noch alles in Ordnung? Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Wie sieht's aus? Keine Probleme. Wenn die das sagen. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Die haben hier auch eine Korvette am Start. Das heißt, da würde ich mich jetzt erstmal ein bisschen bedeckt halten. Und die erstmal rankommen lassen. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie kann ich den denn ins Visier nehmen? Eigentlich sollte man sich gar nicht so sehr mit der... Ja, weil die jetzt nämlich da hinten sind. Oh, das war so dumm. Das war wirklich dumm. Die haben sich unsichtbar... Man muss dazu sagen, die Kilrathi-Schiffe können sich unsichtbar machen. Gott, das ist eine absolute Vollkatastrophe, diese Mission. Jetzt geht's rund. Ja. Jetzt geht's rund. Ja, das war nix. Das heißt, wir fliegen jetzt halt noch die Punkte ab. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob ich das jetzt hätte überspringen können. Arschlöcher. Komm. Ah. Das ist immer noch welche. Das ist ja krass. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Jetzt aber schnell. Vor allen Dingen sich nicht von dieser Korvette erwischen lassen. Yep.
So, war eine peinliche Vorstellung. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ja. Das muss ja ziemlich ungemütlich für Sie gewesen sein. Ja, für mich vor allen Dingen. Machen wir uns auf den Weg zum ach so friedlichen Tamayo-System, da soll kein Krieg sein. Wir sollen dort nur Babysitter spielen für den neuen Testflieger. Ah, von dem hat sie ja erzählt, der Testflieger. Colonel, wo geht's zur Brücke? Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Was für ein Wichser. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel? Christopher Blair. Über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Der Kleine ist ein Klugscheißer. Der Kleine ist ein Klugscheißer. Ja, der ist ein Pisser. Nur die guten Piloten. Warten wir es ab, ob man auch mal was über sie lesen kann. Wow! So, wo waren wir stehen geblieben hier? Wieso kann ich jetzt plötzlich lauter leiser machen, ohne dass ich das Fenster irgendwie fokussieren muss? Nichtsdestotrotz. Flugzentrale? Nirgendwo was los. Komm, scheiß drauf. Ich beende das Video mal hier in der Kneipe, wo man was trinken gehen kann. Und hoffe, euch hat's gefallen, euch ein bisschen auf meine Vergangenheit mal einzulassen, so. Auf meine Gamer-Vergangenheit, so auf meine Kindheit, was ich damals gemacht habe. Ich. Und nicht nur, was ihr alle da gemacht habt. Nee, Quatsch. Also, ich glaube, das haben einfach. Wing Commander ist einfach eine Reihe. Das haben die meisten nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht auch zu Recht. Ich würde sagen, wenn man einen Flightstick besitzt, kann man das Gameplay ist definitiv nicht mehr das Gelbe vom Ei. Das ist sehr, sehr ruckelig, sehr, sehr zuckig, sehr, sehr hektisch. Weiß ich nicht. Da muss man auf jeden Fall. Und es ist halt vor allen Dingen nicht mehr krass konfigurierbar mit aktuellen. Mit aktueller Hardware. Also das ist sehr inkompatibel geworden und man kann sich halt nur auf DOSBox verlassen halt irgendwie. Da gibt's halt keinen ordentlichen Port. So, das ist alles nicht das Geilste. Auf der PlayStation 1 hatte ich es halt auch mal. Da kann man es gar nicht spielen. Also mit einem Controller kann man das knicken. Also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Man kann es auch mit der Maus spielen. Das würde ich aber genauso wenig empfehlen. Ich würde sagen, jetzt so, wo ich ein paar Runden mal wieder gedreht habe nach all den Jahren und ich glaube, das letzte Mal, als ich das wirklich durchgespielt habe, das ist mehr als 20 Jahre her. Fand ich es eigentlich doch ganz gut. Ich finde nach wie vor, dass mir das Universum taugt. Ich finde nach wie vor, dass mir die Geschichte taugt. Die Atmosphäre taugt mir auch nach wie vor. Ich kann das verschmerzen. Ich kann das tatsächlich noch so sehen, mehr oder weniger, wie ich das damals empfunden habe. So, ich finde nach wie vor die Schauspieler gut. Ich finde nach wie vor, die Machart muss man halt einfach tolerieren, dass das halt oder einfach mal ein Auge zudrücken, so dass das halt fucking 1994 ist. So, damals war das der absolute Übershit. So eine Geschichte zu erzählen, ihr habt jetzt gesehen, wie viele Cutscenes die produziert haben. So, das ist nicht so, dass es mal alle paar Stunden mal eine Cutscene gibt, sondern das ist hier wirklich essentieller Bestandteil des Spiels. Und es ist Bestandteil, dass man die Figuren kennenlernt, dass man neue Figuren, dass auch eine Fluktuation herrscht auf dem Schiff, dass jetzt beispielsweise dieser Testpilot kommt, dass man natürlich auch dementsprechend mit den Prototypen halt fliegen darf. Das sind alles Sachen, die waren damals dann einfach mega geil und die haben einen bei Laune gehalten. So.
Und da passieren auch tatsächlich noch krasse Geschichten in der Story und Twists und auch bewegende Momente, die auch so für mich Magic Moments sind, über die man aber kaum reden kann oder ich zumindest irgendwie, kann halt keiner mit connecten erstens, also wem soll ich das erzählen? Und zweitens, weiß ich nicht, wenn das irgendwie so gut wie heute keiner mehr auf dem Schirm hat oder viele Leute nicht gespielt haben, dann ist das auch so Spoiler-Material, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war damals aber, wer PC damals gespielt hat, so, der hat Wing Commander gespielt und der war davon begeistert. So, das war damals der absolute AAA-Übel-Obershit, obwohl es die Begrifflichkeiten damals noch nicht gab. Wie dem auch sei, es war für mich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns wahrscheinlich das nächste Mal im Podcast oder sehen uns vielleicht nochmal in einem anderen Video, weiß ich noch nicht. Tschüss, bis denn. Man hört, sieht sich.